Beginnen wir mit dem ersten digitalen Häppchen. Was alles kann das Trierer Wörterbuchnetz? Hierzu begrüße ich nun ganz herzlich die beiden ersten Diskutantinnen. Das ist Frau Professorin Dr. Claudine Moulin, Co-Direktorin am Trier Center for Digital Humanities und Dr. Thomas Burch aus der Geschäftsführung des TCDH. Ich möchte sie Ihnen auch beide kurz vorstellen. Claudine Moulin ist seit 2003 Inhaberin der Professur für ältere deutsche Philologie, genauer für Sprachgeschichte mit dem Schwerpunkt auf dem Deutsch des Mittelalters an der Universität Trier und seit dem gleichen Jahr, also 2003, auch Direktorin des TCDH. Forschungs- und Gastprofessuraufenthalte haben sie unter anderem nach Oxford und nach Paris geführt. 2010 hat sie den Akademiepreis der Akademie der Wissenschaften und Literatur zu Mainz erhalten. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen deutsche Sprachgeschichte, digitale Lexikographie und den Historical Manuscript and Book Studies. Thomas Burch ist seit 1998, seit der Gründung des TCDH, Geschäftsführer hier und leitet den Forschungsbereich Softwaresysteme und Forschungsinfrastrukturen. Er hat im Fach Informatik seine Doktorarbeit geschrieben und zahlreiche Projekte am TCDH aus den Bereichen digitale Edition und digitale Lexikographie konzipiert, geleitet und durchgeführt, darunter zum Beispiel auch den digitalen Grimm, also das deutsche Wörterbuch von Jakob Grimm und von Wilhelm Grimm, das ja auch Teil des Wörterbuchnetzes ist. Das Wörterbuchnetz hat Thomas Burch programmiert und maßgeblich mit- und weiterentwickelt. Ja, und an ihn geht auch dann gleich meine erste Frage. Was genau ist eigentlich das digitale Wörterbuchnetz und was kann man eigentlich alles genau damit machen? Und wie lange gibt es das Wörterbuchnetz eigentlich schon? Ja, es sind ja gleich drei Fragen auf einmal. Ich gehe mal der Reihe nach vor. Das Wörterbuchnetz ist zunächst mal eine Internetplattform, die zurzeit den gemeinsamen Zugriff auf mehr als 30 Wörterbücher und Nachschlagewerke bietet. Sie umfasst die zentralen Wörterbücher zur historischen Lexikographie des Deutschen, allen voran das umfassendste deutsche Wörterbuch, das eben schon erwähnte Wörterbuch, das die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm 1832 begründet haben. Daneben finden sich die wichtigsten Wörterbücher zu den historischen Sprachstufen des Deutschen, insbesondere zum Althochdeutschen und zum Mittelhochdeutschen, sowie zahlreiche regionalsprachliche Wörterbücher, wie beispielsweise das Rheinische oder das Pfälzische Wörterbuch. Ich teile mal meinen Bildschirm gerade. Damit man das besser verfolgen kann. Das ist die dazugehörige Startseite, die Sie sehen, wenn Sie die Homepage des Wörterbuchnetzes aufrufen. Jedes dieser Wörterbücher wird hier repräsentiert durch seine eigene Kachel und ist eingeordnet und gruppiert nach diesen typischen Klassifikationsschemata, in die Wörterbücher eingeordnet werden. Wir sehen also hier zunächst die Nachschlagewerke, Enzyklopädien und dann die schon erwähnten Wörterbücher zur historischen, zur Sprachgeschichte des Deutschen, allen voran das deutsche Wörterbuch inklusive seiner Neubearbeitung. Nun bietet das Wörterbuchnetz mehr als den reinen einfachen Zugriff auf diese Wörterbücher. Insbesondere dadurch, dass es eben nicht nur ein einzelnes Wörterbuch zugänglich macht, sondern einen wörterbuchübergreifenden Zugriff auf die Lemmata aller Wörterbücher erlaubt. Das sieht man hier, indem man eine wörterbuchübergreifende Suche nach einem Stichwort oder wie in diesem Falle hier nach einem Teil eines Stichwortes ausführen lassen kann. Man sieht hier alle Treffer, die sich ergeben aus dem ganzen Bestand aller 30 Wörterbücher, wenn wir nach den Wörtern suchen, die auf die Zeichenkette, auf die Zeichenfolge Käfer enden. Insgesamt also 828 Einträge. Die sind hier nach Wörterbüchern gruppiert. Man sieht also zunächst alle Artikel, die im Wörterbuch von Johann Christoph Adelung behandelt werden, dann die Einträge, wie sie im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm
behandelt werden und so fort. Nun kann man von dieser Liste, von dieser Übersichtsliste jeden der Einträge direkt ansteuern und beispielsweise so den Artikel zum Eintrag Marienkäfer in, im Adelungschen Wörterbuch aufschlagen. Und an dieser Darstellung zeigt sich dann auch, warum wir vom Wörterbuchnetz sprechen. Nicht von einem einzelnen Wörterbuchportal, sondern vom Wörterbuchnetz, weil wir eben bei jedem Wörterbucheintrag oben rechts in diesem Kasten auch zeigen können, in welchen weiteren Wörterbüchern wird dieses Stichwort ebenfalls behandelt. Also in diesem Beispiel zum Marienkäfer sieht man hier auch die Einträge oder die Tatsache, dass eben dieser Artikel auch im deutschen Wörterbuch, in der Enzyklopädie von Grünitz oder im Meyers Konversationslexikon vorkommen. Das Wörterbuchnetz selbst gibt es eigentlich schon sehr lange, im Prinzip seit es unser Zentrum gibt, also mehr als 20 Jahre, denn es hat seine Wurzeln in unserem ersten Projekt, dem sogenannten Verbund Mittelhochdeutscher Wörterbücher, wo wir bereits die in diesen Wörterbüchern enthaltenen Verweisstrukturen digital umgesetzt haben. Im Anschluss an dieses erste Projekt folgten weitere Projekte, in denen wir immer wieder Wörterbücher, zentrale Wörterbücher digitalisiert und online publiziert haben und diese Wörterbücher dann auch Schritt für Schritt immer wieder in die Plattform integriert haben. Der Ausbau des Wörterbuchsnetzes erfolgt nicht nur durch das Zentrum in Trier, sondern es werden auch Wörterbücher integriert, die an anderen Stellen entstehen. So gehören zu den Kooperationspartnern des Wörterbuchnetzes unter anderem die Deutschen Wissenschaftsakademien, die Universität Luxemburg, die Arbeitsstelle des Schweizerischen Idiotikons oder auch das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg, um nur einige zu nennen. Ja, danke schön. Das ist ja wirklich sehr eindrucksvoll. Jetzt würde ich gerne Claudine Moulin fragen, was das Wörterbuchnetz denn alles enthält. Welche Wörterbücher findet man hier und welches Wörterbuch ist denn das älteste? Ja, es gibt also schon, wie Thomas gesagt hat, sehr, sehr viele Wörterbücher, die wir im Wörterbuchnetz finden. Insgesamt sind es zurzeit 36 verschiedene Nachschlagewerke, kleinere, aber auch größere, wie der 33-bändige Grimm, sind hier vertreten. Und das Tolle an diesem Wörterbuchnetz, ich habe mir vorhin auch gedacht, ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich das Wörterbuchnetz nicht benutze in meinem Leben. Also wirklich, es ist ein täglicher Begleiter von meiner Forschungsarbeit, aber auch von meinem Alltag. Zurzeit finden wir alle möglichen Facetten der deutschen Sprache abgedeckt und es wird immer mehr und immer kompletter. Wie Thomas gesagt hat, die Sprachstadienwörterbücher, das sind die Wörterbücher, die die unterschiedlichen Epochen des Deutschen abdecken. Also von den ältesten Spuren des Deutschen im 8. Jahrhundert, dem Althochdeutschen, haben wir also den Wortschatz dort jetzt eben auch so gut wie komplett vertreten, bis eben in die neuere Zeit. Also man kann eben auch dann wirklich durch die Sprachstadien vom 8. Jahrhundert, also die 1200 Jahre Sprachgeschichte des Deutschen im Wörterbuchnetz entdecken. Dann kann man eben auch, wie schon bereits erwähnt, die Dialekte erkunden und im Wörterbuchnetz suchen. Eine der ersten Gegenden, die wir fast komplett abgedeckt haben, waren eben die mitteldeutschen und vor allem die westmitteldeutschen Bereichen, also da, wo wir sind, im Moselfränkischen, eben auch sogar bis ins Luxemburgische hinein und eben auch dann in der Grande Région abgedeckt mit dem Rheinischen, dem Pfälzischen. Wir gehen aber auch bis ins Elsässische und ins Lothringische. Und ständig kommen ja auch neue Verknüpfungen hinzu. Wir reichen bis ins Hessische und eben auch bis in den Schweizerdeutschen Raum hinein. Dann haben wir Spezial Nachschlagewerke wie das Deutsche Sprichwörterbuch oder eben Meyers große Konversationslexikon eben auch im Angebot. Und man kann auch von uns ausgehen in ein ganz tolles Projekt hinein, sozusagen sich zoomen und auch suchen. Das ist der Deutsche Familiennamenatlas mit dem dazugehörigen eben auch Wörterbuchprojekt.
Die ältesten Wörterbücher im Hinblick auf die ursprüngliche Publikationszeit, also wann sie das erste Mal veröffentlicht worden sind, sind eben bei uns im 18. Jahrhundert zu finden. Es ist einerseits Benjamin Hederichs mythologische Lexikon aus dem Jahr 1770 und andererseits eben Johann Christoph Adelungs mehrbändiges grammatisch-kritisches Wörterbuch aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Hier sehen wir Johann Christoph Adelung. Dieses Wörterbuch ist insofern interessant, und da können wir auch einen kleinen Bogen zu unserem letzten Häppchen schlagen, denn Goethe hat dieses Wörterbuch nachweislich benutzt. Er schreibt das also mehrfach, eben auch in seinen Briefen, dass er dieses Wörterbuch benutzt. Und da wäre es auch interessant zu sehen, ob Adelung eben auch die Wörter des dritten Häppchens vielleicht schon eben auch verzeichnet. Das Wörterbuch wird sehr, sehr stark benutzt, und ich glaube, es wäre ganz interessant, auch nochmals zu gucken, welche Benutzer wir eben haben. Und deswegen würde ich gerne auch wieder Claudia das Wort geben. Ja, danke schön. Das war jetzt also auch sehr interessant und hat wirklich gezeigt, ja, was in diesem Wörterbuchnetz auch wirklich alles steckt, was man hier alles recherchieren kann. Aber die Frage ist natürlich interessant, was die Benutzung angeht. Wie wird das Wörterbuch benutzt? Wie oft wird es benutzt? Und welches Wörterbuch ist denn vielleicht auch das meistbenutzte? Das würde ich wieder Thomas Burch gerne fragen. Ja, insgesamt wird das Wörterbuchnetz ziemlich intensiv genutzt. So haben wir etwa 4 Millionen Zugriffe jährlich auf diese Plattform. Also es sind Zahlen, die wir aus den letzten Jahren ermittelt haben. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine reine Quantität, die im Prinzip die Seitenzugriffszahlen widerspiegelt. Aber viel interessanter ist eigentlich die Verweildauer der Benutzerinnen und Benutzer auf dieser Webseite. Denn die beträgt bei den meisten oder bei vielen von den Nutzern über 30 Minuten. Und das ist eigentlich eher untypisch für Webseiten in der heutigen Zeit und zeigt eben, dass das Wörterbuchnetz auch tatsächlich ein Arbeitsinstrument ist und auch in der täglichen Arbeit eingesetzt und genutzt wird. Das betrifft zum Beispiel viele Wörterbuchkanzleien, die einfach die Wörterbücher im Netz für ihre tägliche Arbeit ständig griffbereit haben, jederzeit und überall. Und aber auch universitäre Unterrichtseinheiten, bei denen die Wörterbücher des Wörterbuchnetzes sehr rege verwendet werden. Wir erhalten unter anderem viel Feedback von interessierten Laien oder beispielsweise Vertretern von Heimatvereinen, die sich mit der Geschichte und der Varietät ihres Dialektes beschäftigen und dabei die regionalsprachlichen Wörterbücher sehr intensiv nutzen. Das aber mit Abstand meistgenutzte Wörterbuch, und ich denke, das kann jeder selbst erraten, ist das Grimmsche Wörterbuch, wo wir etwa 75% aller Zugriffe verzeichnen. Ja, das ist natürlich für die Kennerinnen und Kenner liegt das nahe. Jetzt würde ich aber doch noch mal näher nachfragen, warum ist das so? Was ist jetzt an diesem Wörterbuch so besonders? Ja, der Grimm ist das größte und umfassendste Wörterbuch zur deutschen Sprache. Für viele ist es immer noch die erste Anlaufstelle, wenn man sich mit dem Gebrauch deutscher Wörter beschäftigt. Und das trotz der Tatsache, dass dieses Wörterbuch ja bereits 1832 von Jakob und Wilhelm Grimm begründet wurde und dementsprechend eigentlich auch als veraltet angesehen werden kann. Es erklärt den sprachlichen Gebrauch von ca. 300.000 Wörtern in teils sehr umfassenden Artikeln auf einem Umfang von mehr als 30.000 Buchseiten. In Buchform übrigens wiegt die Originalausgabe mehr als 80 Kilogramm und benötigt ca. 2 Meter Platz im Regal. Interessant sind die Artikel, die besonders ausführlich behandelt wurden im Wörterbuch. Allen voran steht hier der Artikel zum Verb stehen. Das ist mit Abstand der längste Beitrag im Wörterbuch, und die Abhandlung des Gebrauchs dieses Verbs umfasst 325 Spalten, also entsprechend 163 Seiten. Es gibt aber noch weitere Artikel, die sehr umfangreich behandelt wurden, unter anderem die Wörter Gewalt, Geist, Gott und Gehen beispielsweise. Das sind mit die Top-Artikel, wenn es um die Länge
geht. Und man kann sagen oder man kann berechnen, die 10 längsten Artikel sind beinahe genauso umfangreich wie der gesamte erste Band des Wörterbuchs. Da wir das Ganze eben in der Datenbank haben, können wir natürlich auch ausrechnen, wie viele Wörter oder der Computerlinguist würde sagen, Tokens gibt es denn in diesem Wörterbuch? Das sind circa 40 Millionen. Und da kann man eine interessante Rechnung anstellen. Wenn man eine durchschnittliche Lesegeschwindigkeit von circa 150 Wörtern pro Minute ansetzt, dann bräuchte man etwa 280.000 Minuten, also circa 200 Tage, um das ganze Wörterbuch vorzulesen. Nur das mal, um nochmal einen Eindruck davon zu erhalten, wie umfangreich dieses Wörterbuch ist. Wir haben es damals digitalisiert, eben mit dem Ziel, es überall und jederzeit zugänglich zu machen. Und diese Digitalisierung haben wir durchgeführt in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Erfassungsteam, das innerhalb von 15 Monaten dieses gesamte Wörterbuch, also etwa 300 Millionen Einzelzeichen von Hand in den Computer eingetippt hatte. Diesen Weg haben wir damals gewählt, um eine möglichst hohe Genauigkeit der digitalen Reproduktion zu erreichen, die durch eine heute ja in der Regel eingesetzte automatische Erkennung aufgrund der schwierigen Vorlage eigentlich nicht, trotzdem immer noch nicht zu erzielen wäre. Damals, als wir das Projekt durchgeführt haben, das ist ja jetzt schon mehr als 15 Jahre her, hat der digitale Grimm auch einige Schlagzeilen gemacht und es wurde unter anderem ausführlich im Spiegel und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über das Projekt berichtet. Die größte Aufmerksamkeit hat es aber erzielt durch eine von Ecke Bonk anlässlich der Documenta 11 entwickelte Installation, die seit der Eröffnung der Grimm-Welt in Kassel dort auch als Dauerexponat gezeigt wird. Hier sieht man ein Foto von dieser Installation, die insgesamt aus 3 Teilen besteht. Und was wir hier auf dieser Abbildung sehen, ist praktisch ein Teil, ein Raum, in dem an 3 Wände zufällig Artikel aus dem digitalen Grimm projiziert werden. Und dieser Teil der Installation, den nennt Ecke Bonk Random Reading. Das heißt, man kann, also wenn man diesen Raum betritt, dann erscheint einem das wie eine Art Orakel und man fragt sich, warum zeigt mir das Programm jetzt genau diese 3 Artikel? Also es ist eine sehr interessante und auch beeindruckende Installation, deren Besuch man eigentlich sehr empfehlen kann. Ja, vielen Dank. Also das ist ja wirklich sehr vielseitig auch. Also einmal, dass man sich natürlich diese 80 Kilogramm jetzt, also das wäre natürlich nicht möglich, die mal irgendwohin mitzunehmen. Das Wörterbuchnetz ist jetzt erreichbar und wenn man jetzt die Kilogramm zusammenzählen würden, die wir für das gesamte Wörterbuchnetz hätten, also wenn wir alle Wörterbücher da mal stapeln würden, da kämen wir wahrscheinlich auf eine gewaltige Zahl. Und dass es aber jetzt auch im Museum sozusagen ins Museum Eingang gefunden hat, ist auch ein ganz, ganz spannender Aspekt, finde ich, dieses Wörterbuchnetzes und gerade eben des Grimms. Ja, jetzt würde ich aber doch noch mal ein bisschen weiter gerne fragen, weil wir uns jetzt ja viel über die Wörter unterhalten haben und über die Wörterbücher. Und da würde ich gerne Claudine Moulin fragen, wie viele Wörter benutzen wir eigentlich und gibt es da große Unterschiede? Wie viele Wörter zum Beispiel benutzen wir im Alltag und benutzen wir heute mehr Wörter als früher? Also gibt es da Unterschiede? Ja, das ist eine sehr interessante und auch gleichzeitig knifflige Frage. Also es ist so, dass der Wortschatz, den Menschen in ihrem Leben benutzen, unterschiedlich groß ist. Und das hängt von vielen Faktoren ab, wie etwa der Bildungsstand und auch der ausgeübte Beruf oder die Situation. Wenn ich in einem intellektuellen Gespräch vertieft bin mit Kolleginnen und Kolleginnen über ein Forschungsthema, werde ich mehr unterschiedliche Wörter benutzen, als wenn ich jetzt eben zum Beispiel heute Abend mit den Nachbarn grille. Ja, also das ist irgendwie auch situationsabhängig. Es gibt also den Alltagswortschatz und dann die Spezialwortschätze. Zum Beispiel eben den Wortschatz der Winzersprache, den wir eben auch im Wörterbuchnetz haben und wo eben auch das zweite digitale Häppchen sich beschäftigen wird.
Dann gibt es den aktiven Wortschatz, den wir regelmäßig benutzen, und den passiven, den wir erkennen und verstehen können, aber den wir nicht aktiv einsetzen. Der Duden gibt eben an, dass Personen mit Deutsch als Muttersprache etwa 12.000 bis 16.000 Wörter aktiv benutzen. Darunter rund 3.500 Fremdwörter. Das ist eben auch ein Kennzeichen der heutigen Sprache, dass wir relativ viele Fremdwörter benutzen, was auch mit der Technik zu tun hat. Wir entlehnen die Objekte eben auch mit den jeweiligen Bezeichnungen, zurzeit eben viel aus dem Englischen. Die Menschen aber gleichzeitig, obwohl sie nur 12.000 bis 16.000 Wörter vielleicht aktiv benutzen, verstehen viel mehr. Und Duden sagt uns, sie verstehen mindestens 50.000 Wörter, also der passive Wortschatz. Für einfache Alltagsgespräche brauchen wir zum Teil nur 400 bis 800 Wörter, wie zum Beispiel in Chats oder SMS-Nachrichten. Und um eine gehobene Tageszeitung zu lesen, wie eben die FAZ oder Spiegel, wie vorhin erwähnt, brauchen wir etwa 5.000 Wörter. Und für eine Boulevardzeitung, das kann sich wahrscheinlich jeder ausrechnen, reicht ein Bruchteil davon, manche sagen ein Zehntel. Goethe übrigens hatte ungefähr 100.000 Wörter in seinem Angebot. Das sagt uns das Goethe-Wörterbuch. Und Adelungswörterbuch, das ja Goethe fleißig konsultierte, hat selbst ungefähr 60.000 Einträge, also Lemma-Einträge. Was ist denn jetzt der Gesamtwortschatz der deutschen Sprache? Das werde ich oft gefragt. Dieser wird wenn wir die Wörterbücher benutzen, auf 300.000 bis 500.000 Lexeme geschätzt. Und je nachdem, wie man zählt, kommt man auf eine kleinere oder eine höhere Zahl. Und denken wir daran, der Grimm enthält so zwischen 300.000 und 400.000 Lemmata, je nachdem, wie wir zählen und die unteren gegliederten Lemmata auch benutzen. Und die aktuelle Auflage des Rechtschreibwörterbuchs hat 148.000 Stichwörter. Es gibt aber Berechnungen, dass der Gesamtwortschatz des Deutschen in die Millionenhöhe geht. Also vor kurzem hat eben auch Duden mal geguckt, was für Texte es hat und hat dann alles mal durchgezählt und hat die Wortformen gezählt, die vorkommen, aber die Wortform an sich, also als Lemmata, und ist auf 18 Millionen Grundformen gekommen. Das hängt damit zusammen, dass das Deutsche ja so wortbildungsfreudig ist und ganz, ganz viele Wörter eben durch Zusammensetzung gebildet werden, die eben auch ad hoc Bildungen sein können, die ich unter Umständen nur in einem Moment benutze und bilde, kreativ bin, lexikalisch, und das dann vielleicht irgendwo dann aufgezeichnet wird. Und daher kommt es, dass wir im Deutschen so viele Wörter haben, auch dank dieser Wortbildungsfreudigkeit. Und das macht das eben auch das Schöne an dem Wörterbuchnetz, dass wir eben auch uns auf die Suche begeben können nach diesen Wortbildungsprodukten, von denen zum Beispiel das Grimmsche Wörterbuch relativ viele verzeichnet. Und die Frage, ob der Wortschatz mehr wird, das ist auch eine interessante. Es gibt eine Tendenz tatsächlich durch die Technisierung des Alltags, dass wir vielleicht mehr Wörter aufnehmen, aber es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass man vor 1000 Jahren weniger Wörter hätte. Es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass Dialekte weniger Wörter hätten. Im Gegenteil, Dialekte sind oft auch sehr, sehr kreativ in ihrem Wortschatzarbeit. Ja, danke schön. Also das kann man sich, glaube ich, mit den Dialekten auch sehr gut aus der eigenen Erfahrung vorstellen. Und es ist wirklich toll, dass man all diesen Spuren und dieser Vielfalt im Wörterbuchnetz nachgehen kann. Also das bietet jetzt wirklich diese übergreifende Suche an, dass man da eben ganz verschiedene Spuren verfolgen kann. Ja, aber bleiben wir doch noch mal kurz bei den Dialekten. Das würde ich gerne auch noch mal Claudine Müller fragen. Was kann ich denn über Dialekte genau im Wörterbuchnetz erfahren? Früher hat man ein Dialektwörterbuch oder ein Wörterbuch zu Hause aufgeschlagen, um zum Beispiel im Familienkreis zu klären, ob die eine oder andere Form die gültige sei und wie man richtig für zum Beispiel eine kleine Kiste oder Schachtel sagt, wo man die Streichhölzer reingelegt hat oder für ein bestimmtes Tier. Das kann man heute im
Dialektwörterbuch auch sehr, sehr schön machen. Man kann also über den Wortschatz der Dialekte etwas erfahren. Durch eben die Vernetzung erfährt man dann auch noch etwas über die Nachbardialekte. Das Interessante an den Dialektwörterbüchern ist, dass oft die Beispielsätze sehr lebendig sind, weil die Dialektwörterbuchmacher eben auch oft mündliche Sprache eben aufgenommen haben und ihre Informanten und Informantinnen, so nennt man sie, eben zum Beispiel vor Ort befragt haben. Gleichzeitig sind diese Dialektwörterbücher oft auch schon sehr, sehr lange unterwegs mit ihrem Vorhaben. Das Bayerische Wörterbuch zum Beispiel gibt es schon seit über 100 Jahren und die haben erst nach 100 Jahren angefangen auszuzetteln und im Grunde genommen Wörterbuchartikel zu schreiben. Das heißt, die Sprache, die dort verzeichnet ist, kann auch unter Umständen schon bereits veraltet sein. Das heißt, wir können auch eben sprachhistorische Beobachtungen anschließen. Man kann aber auch von einem Wort ausgehend die Frage stellen, ja, was für Bezeichnungen gibt es denn noch für dieses Tier oder für diese Pflanze in den verschiedenen Dialekten? Und da haben wir auch noch eine kleine Folie vorbereitet, um zu veranschaulichen, wie so eine Frage eben auch beantwortet werden kann. Und da sieht man, wie reichhaltig eben auch die deutsche Sprache und ihre Dialekte eben sind. Hier sehen Sie eben die verschiedenen Bezeichnungen, also auf der Ausdrucksseite für die Inhaltsseite die Bedeutung Hirschkäfer. Und das ist diese Wortwolke hat uns das Wörterbuchnetz ja quasi jetzt da produziert. Und da gibt es also den Hirschschröte oder die Donnerpuppe, die ich zum Beispiel, die ist da links unten, die ich nicht kannte und wo ich Thomas Burch gefragt habe, ist das wirklich eine Bezeichnung dafür? Und da sieht man also, dass unterschiedliche Gegenden eben auch unterschiedliche Wörter haben. Und wenn man in die Wörterbücher geht, dann bekommt man sogar teilweise eine Ortsangabe, wo dieser Beleg gemacht wurde. Und im Wörterbuchnetz haben wir auch Karten im Angebot, wo man sich das dann eben auch auf der geografischen Seite anschauen kann. Heute benutzen also diese Dialektwörterbücher sowohl die Forschenden, wenn sie zum Beispiel eben einen Text untersuchen, wo man nicht weiß, wo kommt er her. Das ist im Mittelhochdeutschen und im Althochdeutschen oft der Fall. Dann kann man sogar bis in die Gegenwart eben auch entsprechende Hinweise bekommen, dass das vielleicht ein Text aus dieser Gegend ist, weil heute im Dialekt XY, das Wort, das bestimmte, was wir heute nicht mehr kennen, im Standard noch weiterlebt. Also es gibt richtige Forschungsfragen, die wir an diese Dialektwörterbücher stellen können, wie zum Beispiel eben auch die Phraseologismen. Dialekten sind oft sehr, sehr reich an Redewendungen, auch an sehr lustigen Redewendungen. Und das kann man ja erforschen. Da haben wir auch schon Doktorarbeiten darüber schreiben lassen, zum Beispiel über die Phraseologie des Luxemburgischen, also die Redewendungen im Luxemburgischen. Aber auch neben der Forschung haben wir eine Vielzahl an Nutzerinnen und Nutzern, die Dialektwörterbücher einfach nur gucken, einerseits um die eigene Sprache zu erkunden, den eigenen Dialekt, aber auch die Dialekte des anderen oder des Nachbarns. Manchmal ist ja schon die Bezeichnung 20 Kilometer weiter eine andere. Und dann, wenn sich zwei streiten, dann kann man gucken und dann sieht man, ah, es gilt für beides. Ja, und so wie man das eben auch hier für den Hirschkäfer, könnten wir auch wiederum an die vorherige Frage, die auch Thomas schon für den vielen Käferbildungen nochmals anschließen und an den Marienkäfer denken. Da, wo ich herkomme, sagt man Himmelsdeierchen für dieses Tierchen. Und da wäre es mal interessant zu wissen, ob hier im Publikum es auch noch andere Ausdrücke für den Marienkäfer gibt. Ja, vielen Dank, Claudine. Das war jetzt auch nochmal wirklich ein schönes Panorama, das du aufgemacht hast.